zwei Erkenntnisse. Und es steht in den kleinen Absatz. Bei der Quantenmechanik gibt es seit 120 Jahren in der Naturwissenschaft, das heißt auch für unseren Professor Lesch, zwei große Erkenntnisse, die schon vor der speziellen Relativitätstheorie von Einstein als hundertprozentig sicher arithmetisch bewiesen gelten. Das ist der erste Satz, das nennt sich in der Quantenmechanik, alles ist mit allem verbunden. Und die zweite große Erkenntnis, der sogenannte Beobachterphänomen, dass der Beobachter letztendlich die Beobachtung erschafft bzw. beeinflusst, das, was er beobachtet. Das heißt, eine Beobachtung ist untrennbar mit dem Beobachter verbunden. So nennt sich das in der Fachsprache. Und jetzt pass auf, das gilt für Physiker, die nachplappern wie unser Lesch, als ein wissenschaftliches Faktum seit 120 Jahren. Und ich mache jetzt das ganz einfach. Der erste Satz, alles ist mit allem verbunden. Ich nenne das einfach, es gibt einen alles verbindenden Parameter. Das ist der, der sich's ausdenkt. Das heißt, für deine Welt, die du erlebst, bist du das allverbindende Parameter, weil all diese Gedanken, die ganzen Vorstellungen, die du hier und jetzt durchdenken, in dir aufbaust, wird es ohne dich nicht geben. Und es wird für dich der zweite Parameter, jeder Gedanke, sprich, den du siehst, den du beobachten kannst. Du kannst ja nur deine Informationen beobachten. Gleichgültig, ob du das jetzt rein bewusst das denke ich nennst oder ob du das als sinnlich wahrgenommene Information siehst. Du bestimmst, wie das ist. Und das ist es. Ich sage immer wieder, ein Gedanke existiert nur, wenn du ihn denkst und wenn du wohin schaust, das Bild auf der Farbbrille ist nur dann da, wenn du das oder das anschaust, ja, durch den Blickwinkel. Damit ist doch alles gesagt. Was jetzt die Naturwissenschaftler, jeder plappert dir das nach, weil er so programmiert ist, wie unser Lesch. Aber denen ist gar nicht bewusst, was das eigentlich bedeutet. Weil da ein riesengroßes Problem ist, dass wenn ich jetzt hier Erdkugel denke, ist die ja trotzdem da draußen, auch wenn ich nicht dran denke. Obwohl da noch kein aller einziger jemals mit eigenen Augen eine Erdkugel gesehen hat auf seiner Farbbrille. Und die war ja schon da, bevor ich es gedacht habe. Die behaupten, dieser Gedanke, den sie jetzt denken, der hat schon existiert, bevor sie ihn gedacht haben. Und da außen ist ein dreidimensionaler Raum, auch wenn man nicht dran denkt. Und wenn du das als Dogma im Hintergrund hast, kannst du die Quantenmechanik gar nicht verstehen. Und jetzt kommt das nächste Problem, wenn man meint, man müsste das irgendwie, und das sind die wichtigen Sätze bei Holofeeling, Heiko. Es ist vollkommen unmöglich, dass du einen Gedanken, den du jetzt denkst, nenn diesen Gedanken Mensch, irgendeinen Menschen, dass du dem erklärst, dass es ein Gedanke von dir ist. Ja. Darum ist der wesentliche Unterschied bei Holofeeling, dass ich vor jedem Mal zu jedem Selbstgespräch sage, ich erkläre es dem, für den ich jetzt der Gedanke bin, weil du mich jetzt ausdenkst. Aber du denkst dich, mit dem du dich ein Leben lang verwechselt hast, genauso aus. Und so wie der Udo nur existiert, wenn du ihn beobachtest, das heißt, wenn du ihn denkst, weil wenn du ihn nicht denkst, kannst du ihn nicht beobachten. Oder Bauerbrille dann unter Vergessenheit. Gilt nicht dasselbe für den Körper vom Heiko? Und alles, was man uns glauben gemacht hat, was uns so logisch erscheint, wenn ich das immer sage, 99,9% vom Geschwätz, vom Zweiten, von deinem Schwamminhalt, könntest du nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Dann ist all das, was wir bisher esoterisches Wissen oder religiöses Wissen oder naturwissenschaftliches Wissen, dann ist komplett weg. Es entlarvt sich als Selbstliebe. Siehst du, so einfach kann man Holofeeling ein paar Sätze erklären. Will aber keiner hören. Und wenn es keiner hören will, kannst du ihn gleich abholen. Denn ganz wenige, die sagen, stimmt eigentlich, weil sie zuhören, weil sie sagen, das stimmt ja eigentlich, was der Mann sagt. Du hast ja auch eben von Wissenschaftlern gesprochen, die ja jetzt nichts dafür können, dass ich mir sie so denke. Das sage ich auch immer wieder dazu. Ja. Das sind immer wieder die Kreise, wo ich drehe. Du landest letztendlich immer wieder, du bist schuld. Also nicht genau, der Entschuldigung, der uns jetzt ausdenkt. Naja, sie denken das, was, das kommt ja aus meinem Programm, was ich jetzt denke, dass genau die denken. Genau das ist es, dein Programm. Dein Programm, das zurzeit in dir läuft, das ist jetzt gleichgültig, ob es Heiko-Programm oder das Udo-Programm in dir läuft. Du hast dein Programm und in dem Moment hast du dann jetzt etwas ganz Bestimmtes. Wenn das Udo-Programm in dir läuft, hast du jetzt den Heiko auf der VR-Brille in einem gewissen Abstand auf dem Monitor. Wenn das Heiko-Programm läuft, hast du den Udo auf dem Monitor. Ja. Das ich erkläre eigentlich immer, ich erkläre, wenn du meine Gedanken mitgehst, vom ersten Tag, seit du mit Holofeeling zu tun hast,
kannst du zurückblättern, die alten Vorträge. Ich versuche zu erklären, was du selbst bist als Beobachter und was das ist, was du anschaust. Und bei Holophilien geht es nicht darum, was richtig oder verkehrt ist, sondern sagst du mal, was ist jetzt überhaupt da? Und wie reagiere ich darauf und verändere durch meine Reaktion und Interpretation im Feinstofflichen ständig meine eigenen Informationen? Wenn man Zeitung liest zum Beispiel, ob du jetzt eine Zeitung liest oder ein Buch liest, Worte, du machst aus Worten ganz subjektiv geprägte Informationen. Oder du hörst jetzt Geräusche aus einem Lautsprecher, wenn du ein Video dir anhörst oder Nachrichten anhörst. Das spielt überhaupt keine Rolle, das sind auch Worte. Das, was darüber hinausgeht, was du jetzt da um dich herum verstreust an Interpretationen, ist das nicht der absolute geistlose Wahnsinn? Haben wir nicht wirklich vor Holofeeling ein Leben lang, waren wir nicht felsenfest, wir zwei Deppen überzeugt, dass das, was wir jetzt denken, dass das auch dann da außen ist, wenn wir es nicht denken und dass bei jedem Politiker oder bei Einstein oder bei Sokrates oder egal, Hannibal, Hitler, dass die wir uns jetzt ausdenken in die Vergangenheit, die mir niemals irgendwie persönlich was zu tun gehabt haben damit, dass ja, die genauso sind, wie wir sie denken, bloß weil wir aus Worten Vorstellungen machen. Und jetzt wissen wir, wenn wir so Tierchen in unseren Traum beobachten, ganz bewusst, die uns ja das vormachen, wie man es nicht machen soll, dass doch jeder in dem Wahn lebt. Aber das ist doch bloß ein Spiegelbild von unserem alten Wahn. Genau. Das ist der Kern von Holofeeling, nicht das wird aufrechnen. Das ist in die Matrix reingehen, sage ich immer wieder, das ist eine ganz andere Ebene, die lasse ich ganz leicht parallel daneben laufen, die ist aber für mich nicht wichtig. Das musst du wissen. Und den Rest müssen wir unseren Job machen. Der Udo genauso wie der Heiko. Und dann kann man es ganz leicht wieder zurückziehen und dann dürfen andere Deppen das für uns machen. Da kann man wieder beleidigt sein oder nicht beleidigt sein. Den Grundstein, wo du gelegt hast mit deiner Internetseite, ganz leicht als der Erste, du weißt es, den haben das erste Mal Fickenstab um uns gesehen, obwohl ich das angesprochen habe. Da haben wir jetzt die Ados und die Dianas, die können das dann mit neun. Das ist, aber da kannst du dann in einem Frieden machen, den Grundstein, den kleinen Samen habe ich gesehen. Ich glaube sogar, ich weiß nicht, ob ich mich da richtig erinnere, dass ich auch angefangen habe, die Gespräche mit uns zu veröffentlichen, was vorher auch so nicht war. Ja. Und heute ist das ganz normal, jedes Gespräch wird aufgenommen. Ist der Urgestein. Und ich tue mich da immer frei halten, es ist auch beim ersten, weiß nicht, hast du dir das Sommer-Eggert-Video angeschaut, wo die Hanni reingestellt hat? Ich bin doch da nicht drin, aber du hast doch von dem was reingestellt. Nein, ich stelle dir das ganz kurz, das Neueste, das ist nämlich der Typ, pass auf, ich steck dir das rein, die Hanni. Geht jetzt guck nicht um Statistik. Guck ich mir nachher an. Ich hätte dir bei dir jetzt danach hin. Der hat ja immer wieder, muss wirklich einmal anschauen. Zu Punkt A, das ist ein Christ. Und der ist so toll, ich finde den jungen Burschen so klasse. Er hat ein Problem wie jeder Materialist. Er versucht die Menschen, die er sich ausdenkt, die Augen zu öffnen. Das ist auf dem Film drauf, bei uns. Er wird mich ja nie melden, bei solche, aber er macht es wirklich ganz, ganz toll. Aus dem klassischen, normal, wie wir uns jetzt Christen ausdenken, aus dem christlichen Glauben, aus einer Selbstlosigkeit. Und jetzt in den neuesten Videos, so Faktenfuchs hast du das vom Bayerischen Rundfunk, sagt einer mal, will einen Bericht über ihn machen und will ihn zerlegen. Und dann der zerlegt in dermaßen mit Argumenten. Das ist so primitiv, es geht immer ums Geld. Schau dir das an, ist spaßig. Ich habe neulich was gesehen von ihm. Da kam mir so ein bisschen vor, wie dass er sich jetzt erstmal rechtfertigt, wo die ihre sogenannten Fakten her haben. Richtig, ja, aber schau, wenn du es nicht kennst, schaust du nochmal an, weil er dann die Fragen, wo die stellen, was sie Geld verdienen und bla bla bla, du weißt, ich für meinen Teil habe auch von vornherein gesagt, du kennst den letzten Blindfeld, sind wir ja drauf eingegangen, der Petra-Brief, genau. Wo ich immer wieder, ich habe auch kein Heiko gesagt, der soll ihnen eine Zeile machen, ich rede jetzt als Udo. Das ist es passiert, wenn das ist, dann kommt der Impuls von innen, dann merkst du, das ist anders und dann magst du das und er macht im Prinzip dasselbe, er sagt, da wird ja von den Fakten von dem Bayerischen Rundfunk, womit verdienen sie eigentlich ihr Geld oder wie nehmen sie ein und er sagt, bei mir ist unten zwar eine Adresse dran, ich rufe keine Spenden auf, ich habe noch nie von jemandem Spenden verlangt, sagt er jetzt, im Prinzip, was ich als Udo mache, was du machst, er sagt, ich habe unten mein Kontonummer dran, weil so viele Leute mich unterstützen wollen. Und die sagen, kann ich denen etwas überweisen, darum habe ich mein Konto angegeben, aber ich weise immer wieder darauf hin, dass ich keine Spenden mache. Und wo ich mein Geld verdiene, sagt er, da muss er einfach recherchieren, soll meinen Namen im Internet eingeben und dann findet er das. Das ist ein Schweizer, der hat eine Schweizer Computerfirma, der macht da so spezielle Statistik für große Firmen, hat er eine super gute Firma, nochmal eine gute Firma, die super gut läuft, weil er ein ganz toller Computermensch ist.
Und alles, was er in der Richtung macht, in seinem Christlichen, macht er vollkommen kostenlos aus einem Idealismus heraus. Und er sagt dann zu Gott, das, was ich an Spenden kriege, mir Bumnes, die haben jetzt irgendein Buch, haben sie irgendwie, hat er so ein kleines Buch mit drucken lassen, sagt er, wenn das bei uns einer will, wir verschicken das kostenlos, sogar die Versandkosten übernehme mir. Das ist das, was mit den Geldern macht, wenn es einer haben will. Ist eigentlich in einem gewissen Maß wie Holofilling, aber schon wieder aufbauend in einer gewissen Gruppe im christlichen Sinn. Und da geht halt Holofilling einen Schritt weiter, weil ich bei Holofilling sage, du kannst Gedanken, die Menschen, die du dir ausdenkst, nicht retten. Das ist auch hier bei meinem Pfarrer, wo ich im letzten Selbstgespräch mit der Christenerscheinung in Weißenburg, wo der hatte, vor vielen Jahren, und im letzten Selbstgespräch habe ich, wenn die Selbstgespräche anhörst, von denen die Assistentin habe ich mit reingestellt. Das ist jetzt im letzten mit drin, weil der ja Predigen hält, der Pastor, Freikirche. Und das ist halt normales Christentum. Das macht der Sommerliger auch, das ist Holofilling nicht. Holofilling spricht wirklich nur Geist an. Und da musst du auch jetzt keine aktivieren, weil das früher hat es in die Finger geguckt, dass man sagt, Mensch, schon mal die auf Holofilling hinweisen. Ich sage, mach dir keine Gedanken, wenn das in den Geistesfunken in einer gewissen Rolle auftauchen soll, so wie im Heiko, dann taucht es auf und dann muss der selber entscheiden, ob er anspricht, aber die Reife hat, so wie bei dir, dass man merkt, es ist anders. Oder man es nicht hat. Aber da muss man keine Werbung dafür machen. Das habe ich noch nie gesagt. Für Holofilling geht es nicht darum, dass wir unsere Sekte aufbauen. Da haben sich jetzt Freundschaften aufgebaut und was für unterschiedliche Charaktere das sind. Aber was die alle verbindet, ist irgendwie, dass das doch ganz anders ist alles. Deswegen bleiben die trotzdem, die unterschiedlichen Brösel, mit ihren ganzen Marotten, wenn du es anschaust. Wobei die Marotten immer noch Spiegelbilder sind von deinen eigenen in einer unendlichen Vielfalt, dass du die cleanest, aber mir ist immer wichtig, dass du wirklich dich beobachtest, wie du auf andere reagierst. Wir haben da so ein schönes Gespräch jetzt hier heute Mittag gehabt mit dem Bezia. Und der ist dann hinterher mit dem wieder. Und weißt du, da gibt es dann unterhalb dieser Gruppen auch wieder welche, die mehr sympathisieren, weil sie gleicher sind. Und andere können die wieder nicht aus. Alles Blödsinn. Dann kommt Eifersucht, dann kommt Neid und dann natürlich die ganzen Volkpfosten. Die meinen, die hätten vor Holofilling was verstanden. Das ist halt diese Vielheit. Bist du noch dran oder ist dein Ding eingefroren? Ist mein Bild schon wieder stehen geblieben? Ja, dein Bildschirm steht. Ja, ich merke das. Also bei mir kommt das fast mal. Jetzt, ich habe nämlich ein Guli, hast du. Nein, alles gut, das passiert mir öfters. Ich mache da mal Kamera aus und ja, kenne ich. Wobei bei mir zurzeit, wie gesagt, meine Leitung super ist. Ja, und das ist, ich habe gemeint, ich habe dich jetzt eingeschläfert, Heiko. Das hat so was Schlimmes jetzt so eingeschläfert. So wirklich so eingeschläfert. Ich habe übrigens genau das Gleiche, also ich weiß genau, wie mein Ego getriggert wird, wenn ich zum Beispiel merke, jemand nimmt einen zum Beispiel in die Gruppe mit rein, dann denke ich, wieso kommt der nicht zu mir, ne? Aber ich gucke dann auch zurück. Und das Schöne ist, Heiko, ich sage immer, ich habe viel Spaß mit meinem Udo, ich nehme ja immer den Udo als Dummy, als Brösel, um das in der Form von Udo auch mit meinen Beispielen zu zeigen, dass ich sage, schau, das ist der Udo, ist genauso ein Brüssel wie du auch. Und bloß da ist einer, der den Wert frei beobachtet. Und ich beobachte mich, ist immer dieses, ist ein ausgedachter Beobachter. Mein Beispiel, ich sage in der Küche, wenn mir was runterfällt. Und ich sage dann als Udo, Scheiße. Und der Beobachter, ich, der ich das beobachte, ich lächle dabei. Und damit mache ich genau das Gleichgewicht. Du musst aber auch, wenn du irgendwas ganz toll findest, in einer Begeisterung, blau gelesen, musst du auch sagen, ey, na, deswegen musst du dich nicht so aufblasen, weil was soll da dran besonders sein, dass du das extrem Positive auch wieder runterziehst, dass wir wollen ja ins Gleichgewicht kommen und der eigentliche Beobachter ist, den ich jetzt ansprechen muss, das ist der, der den Beobachter beobachtet, aber wirklich das Nichts ist. Der ist nämlich die Mitte. Und der ist erst in der Balance, wenn er die zwei helfen, wenn er das kann. Und da wirst du immer mehr hinwachsen. Das ist genau, was du gerade sagst. Dich selber beobachten, wie du immer noch positiv oder negativ, wo es in die Finger juckt, wo dich was aufregt, das Schwätzertum und so weiter und so fort. Das ist immer wieder, es wiederholt sich immer wieder. Mir ist heute was aufgefallen, weil ich das jemandem erklärt habe. Also dann suche ich ja immer nach Beispielen. Und nehmen wir mal an, ich finde jetzt eine Frau, ich sag mal, hässlich. Da kommt automatisch bei mir, das macht man nicht, das denkt man nicht. Und dann frage ich mich, was ist eigentlich, wenn ich eine Frau hübsch finde?
komme ich dann auch auf die Idee, dass man das nicht macht. Und da wird mir auf einmal klar, wie sehr ich diese beiden Dinge zusammen brauche und nicht eins davon wegmachen kann. Und vor allem immer die zwei. Du hast die Polarität, es gibt nie das eine ohne das andere, egal welche Polarität das es ist. Aber was ich so oft gesagt habe, dass die positiven Sachen, dass die dich nicht weiterbringen, weil da bist du blind. Weil alles, was positiv bewertet ist, ist für dich ja so. Energie kriegst du durch die negativen Sachen, die du los haben willst. Das ist das die Gottlieb, die Sprache und süchtig hier. Meine Dreiecke, sag ich, da kannst du sagen, was will der Meister mir jetzt sagen? Was, warum ist jetzt das? Warum passiert das? Das hinterfrage ich. Das Positive hinterfrage ich nicht. Darum ist zum Wachstum die negativen Situationen, die dir eingespielt werden, da fängst du an, Fragen zu stellen. Bei dem Positiven bist du so in einer Glückswolke, die macht dich total blind. Der Lottogewinner und die Krebsdiagnose. Das ist genau das Beispiel. Ja. Kann er sagen, warum muss jetzt das passieren? Muss ich jetzt 5 Millionen im Lotto? Da kommt ja gar nicht drauf. Warum muss ich jetzt den Krebs haben? Da stelle ich Fragen. Das ist auch immer die Einseitigkeit. Irgendwann landest du immer bei den 16 Perspektiven. Und all das, was auftaucht, ist eigentlich wurscht. Viel wichtiger ist der, der im Hintergrund die Mitte ist. Ja. Das ist das Wissen, das nichts mehr mit Wissen zu tun hat. Das, was ich Chatdenken nenne. Kannst du sprechen oder kannst du rechnen und du sagst ja. Und in dem Jahr ist ja so unendlich viel Wissen drin. Du merkst, es ist immer interessant, wobei das Wissen wirklich gar nicht wichtig ist. Die Glückseligkeit für dich jetzt als in der Vorstellung des Lebewesens, ich habe in den letzten paar Selbstgesprächen gesagt, du kannst zum Beispiel im Mittelalter, wir denken uns jetzt einmal Mittelalter aus und wir denken uns Menschen aus, bloß nicht mit dem modernen Stand, mit diesem Luxus, den wir haben. Fließend Wasser, Heizung, Handys, Fernsehen, Strom und so weiter und so fort. So wie wir uns das Mittelalter ausdenken. Wäre jetzt katastrophal vom jetzigen Stand des Wohlstandes aus gesehen, wobei jetzt kommt das große Problem, das, was du nicht kennst, vermisst du nicht. Das heißt, du kannst im Mittelalter ein vollkommen glücklicher Mensch sein, der glücklich aufwacht, der sich an seinem Leben erfreut, obwohl kein Strom da ist und keine Heizung und kein fließend Wasser. Es ist halt mit Arbeit verbunden, was aber für dich ja normal ist. Ich sage mal wieder, geh bloß in der Zeit zurück, was du ja auch noch erinnerst, ohne Handys. Wie oft bringt der Udo das, wo ich mein Tonstudio aufmache? Das ist ja so vorsehenflutlich. Wenn ich dann immer wieder sage, 1980 garantiere ich dir, dass in ganz Weißenburg in keinem Büro, in keiner Bank, in keiner Firma im Büro ein Computer gestanden ist. Oder wie oft sage ich, 76 bin ich nach Amerika geflogen. Disco-Zeit, Saturday Night Fever, 76. Da hat der Sprit noch 48 Pfennig kostet. Wenn man Kadett Wuggerl 46 Bayer 68. 48 Pfennig der Liter Sprit. Und keine Handys. Und keine Computer. Und Diskothek. Erinnere dich an den Film Saturday Night Fever mit der Lichtanlage. Da war der Spiegelkugel drin. Und funzelnde, die kommt der Lux 100 Watt Strahler von Philips. Die farbigen, analog angesteuert, getriggert im Takt der Musik, die gefunzelt haben, was man halt so gemacht hat. Analogplattenspieler, Digital-CDs hat es natürlich auch nicht gegeben. Ja, und wir sind zum Tanzen gefahren. Es war ganz, die Welt war absolut exakt dieselbe Welt wie jetzt. All das mit Handys, diese Riesensucht, all das ganze Zeug hat es überhaupt nicht gegeben. Was du nicht kennst, vermisst du nicht. Du kannst jetzt noch weitergehen bis ins Mittelalter. Das heißt, das Glücklichsein hat nichts mit dem Wohlstand zu tun. Ganz im Gegenteil. Erst wenn du von was abhängig geworden bist und sagst, ohne das geht es ja nicht mehr, hast du ein Problem. Weil dir das Leben, wenn du zurückblätterst, zeigt, dass das super gelaufen ist, auch ohne das Zeug. Ja. Und die erste große Regel ist immer wieder, das habe ich beim Willing vom Boxen oder egal was ist, sobald dir irgendjemand erklärt, was an dem Neuen besser ist, es gibt keinen Wellenberg ohne einen Wellendorf. Ich habe das so mitgekriegt beim Lautsprecherboxen, beim normalen Lautsprecherboxen entwickeln, wo dann irgendwie immer, wo du meinst, du kannst einen Fehler wegmachen. Zum Beispiel bei Hochtönern sind dann irgendwann im High-End-Bereich die Ionenhochtöner kommen, weil die Schwierigkeit ist, du musst ja die Membran beschleunigen und wieder abbremsen. Und wenn ich ganz fein was nachvollziehen will, wäre doch es ideal, dass ich Musik, Schallwellen erzeuge, ohne eine Trägheit an der Membran, ohne diese mechanischen Beschleunigungsphänomene. Und das Ideal war im Hochtonbereich der Ionen, der Plasma-Hochtöner. Das ist nur eine Korona, eine Plasmaflamme, und da wird dann die Luft ionisiert und die fängt die Luftmoleküle, die Luftteiche empfangen zum Schwingen an durch ein Ionisationsfeld. Es ist keine Membran mehr da.
Die besten Hochtöner der Welt. Der erste Plasma-Hochtöner war eine Heliumflasche hinter der Box gestanden. Da hat es dann Kassen, der braucht so und so viel Helium pro Stunde Musik hören, um diesen Hochspannungsbogen zu erzeugen. Sehr abfahrende Technik, was man dann über Gasionisation, über Hochspannung gemacht hat. Egal was es da ist, die erklären die immer nur die Vorteile. Aber sobald du irgendwo einen Vorteil erklärst, kriegst du einen Nachteil dazu. Da bei jungen Burschen habe ich immer das Beispiel gebracht mit den Autoreifen. Du weißt, fang da nicht jetzt an, dass ich nicht sagen kann, wenn ich den Reifen breiter mache, dann habe ich einen kürzeren Bremsweg und der liegt besser. Wenn du nur den Reifen rein mit der Physik, der newtonschen Physik, der Bremsweg von einem 10 cm breiten Reifen und einem 40 cm breiten Reifen ist absolut exakt, solange du nur den Reifen breiter machst, aber alle anderen Parameter gleich lässt. Jetzt hast du eine Fragezeichen auf dem Ohr. Ja, habe ich nicht, konnte ich nicht. Pass auf, ja. Ich erkläre es dir ganz einfach. Das nehme ich jetzt so. Ich nehme kurz. Hat er nicht ab. Eine höhere Reibung? Pass auf, es gibt erst einmal einen Reibungskoeffizienten. Der Reibungskoeffizient sieht folgendermaßen aus, wenn ich das Ding jetzt auf einen Boden stelle, auf einen Tisch stelle und ich mache da Federwaage und ich ziehe den. Ich ziehe das. Ja. Dann brauche ich eine gewisse Kraft, bis der sich in Bewegung setzt. Ach, das abreißt da der Kontakt. Ne? Das ist, dass ich, wenn ich jetzt das Kraft, dieses Ding, diese Kraft, die ich jetzt brauche mit einer Federwaage, um das Ding zu ziehen, das ist eine gewisse Kraft. Und wenn man die berechnet, ist es erst einmal das Auflagegewicht. Und die Auflagefläche und der Reibungskoeffizient, weil natürlich Glas auf Glas andere Reibung hat wie Holz auf Glas. Mhm. Das heißt, Holz auf Holz hat einen Reibungskoeffizienten, das ist der reine Reibungskoeffizient. Glas hat einen anderen Koeffizienten wie ein Holzblock oder Gummiblock. Aber in der Formel ist auch mit drin das Gewicht und zwar Auflagedruck pro Quadratzentimeter. Mhm. Jetzt pass auf, wenn ich jetzt einen schmalen Reifen habe, ich mache mal hier die Grundfläche und ich mache jetzt die Seitenfläche, ich lege den nur so hin. Das ist ja wesentlich größere Fläche wie das hier. Ja. Wirst du feststellen, dass das Vergrößern der Oberfläche an der Bremswölbung, an der Reibung überhaupt nichts verändert. Ich habe zwar größere Fläche. Weil du pro Quadratzentimeter weniger richtig, hast. Richtig, aber durch die größere Fläche habe ich weniger Auflagedruck pro Quadratzentimeter. Hier habe ich mehr Auflagedruck pro Quadratzentimeter. Aber kleinere Fläche und das in der Formel gleicht sich komplett aus. Das heißt, wenn wir hier einen rechteckigen Block nehmen, einen Holzblock nehmen, schmal seid, jetzt bist du wieder einfach, jetzt geht's wieder. Und du änderst nur die Oberfläche von dem Block, wirst du feststellen, mit der Federwaage bleibt es gleich. Fulgo, ein Autoreifen, wo wir das Gewicht vom Auto gleich lassen, wo wir die Gummimischung gleich lassen, sondern nur einen schmalen Reifen breiter machen, hat komplett denselben Bremsweg und dieselbe Straßenlache. Weil der Reibungskoeffizient durch den Gummi gleich ist. Das ist übrigens jedem Autoingenieur, wenn die das machen, ist das bekannt. Wenn du wirklich was verändern willst, musst du entweder den Reibungskoeffizienten verändern, das heißt, andere Gummimischung machen, die besser bleibt dir. Da ist das Problem, sobald du das optimierst, dass du die Gummimischung machst, dass die einen höheren Koeffizienten hat, Reibung, wird die in der Regel weich und wenn die warm wird, schmier die weg, dann wird sie aber einen gewissen Lufferpunkt, wird die wieder schlechter. Das ist ja ursprünglich, die Formel 1 Rotten hatte ganz leicht, ganz schmale Reifen gehabt, wenn die ersten Formel 1 wegen anschaust. Ja. Weil die noch so clever waren, der breiter Reifen hat keinen Sinn gemacht, das hat bloß einen riesen Luftwiderstand. Das ist das nächste Problem. Sobald du den Reifen breit machst, wenn du schnell fährst, jede Kleinigkeit verändert den Luftwiderstand so massiv, das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie das bremst. Auch die Reibung selber dann im Material bremst. Ideal wäre möglichst schmaler Reifen. Der hat aber wieder Reibungskoeffizient schmiert weg. Das heißt, du merkst, jeden Parameter, wo du in irgendeine Richtung versuchst zu verändern, zu verbessern, verschlechtert einen anderen Parameter. Das ist das Erste, was ich hier als junger Busch beim Entwickeln bei den Boxen, dass jeder, der dir irgendwie irgendwas Positives erklärt, und das gilt jetzt nicht nur in der Physik, das gilt in der Soziologie überall, jeder, der dir erklärt, dass er was besser macht, merkt nicht, dass irgendwo ganz woanders Schmetterlingsphänomen negative Effekte auftreten, ganz massiv. Ja. Du verlagerst ständig das Problem in einen Bereich aus deinem Wahrnehmungshorizont, wo dich aber volle Breitseite zeitverzögert wieder trifft. Ich habe früher gesagt, die Politik, die wenn ein Loch zustopfen, reißen die 5 neue Löcher auf. Weil es letztendlich immer plus minus
Das gibt es nicht ohne das. Und wenn du das größer machst, ist irgendwo auch eine Minusseite im selben Master, weil du ja in eine Einseitigkeit reingehst, die automatisch ein Gegenteil der Spiegelbild erzeugt. Das ist ein elementares göttliches Gesetz. Zwangsläufig auch jedes ein physikalisches Gesetz. Da was muss ja, keiner was klar. davon. Es ja. weiß kein Mensch was davon. Und es kann ja keiner, den du dir ausdenkst, davon wissen, solange du nicht der Erste bist. Du musst dir welche denken, die das wissen. Und erst dann können da welche auftauchen in deinem Kopf, wo das wissen. Du stehst wirklich vor allem. Und da wird man dann irgendwann einmal ganz, dass ich sage, den Schuh ziehe ich mir nicht an, da denke ich mir lieber an Udo aus und gebe dem die Arschlochkarte. Du magst doch nichts anderes, oder? Tut mir leid. Aber es ist, die Menschheit interessiert uns gar nicht, Dreck. Und wir stellen uns hier raus. Das heißt, wenn wir das Wesentliche verstanden haben, dann wirst du einfach bloß wach. Ich habe immer wieder gesagt, hoffe nicht, dass irgendwann in der Zukunft was passiert. Was passiert, passiert immer jetzt. Das ist die erste Erkenntnis. Und das ist nicht, wenn esoterischer Song, es gibt bloß hier und jetzt. Das sind alles nur Schwätzer, schon aufgrund der Tatsachen, weil es Gedanken von uns sind. Es bleibt ein Gedanke, wird es nie verstehen. Das heißt, wenn in dir einer auftaucht, der nicht massiv darauf hinweist, dass er bloß existiert, weil du ihn jetzt denkst, in Bezug auf die Personifizierung, hat er nichts verstanden. Und so viel sind es nicht, die das behaupten in deiner Welt. Das macht ohne dich würde ich hier nicht rauskommen. Das macht den Unterschied aus, Heiko. Es macht wirklich den Unterschied aus. Ja. Das ist auch die zwei Seiten, wo ich sage, du bist an allen schuld und trotzdem bist du unschuldig. Das ist meine Metapher mit dem träumenden Geist. Dass der auch was ausgedacht ist und sich nicht raussuchen kann, was er denkt. Und das ist dann der Doppelschritt, dass du dann, was du jetzt ja schon ziemlich gut machst, dich einfach beobachtest und den Rest macht man ganz einfach. Da ist kein Wollen mehr. Man macht es vorher, man setzt sich, es ist doch spaßig immer. Zeit und Lernen tut man trotzdem immer ein bisschen was. Kommen auch immer im positiven Sinn kleine Enttäuschungen, wenn man so die Tierchen beobachtet. Dann hat man auf den Eindruck, der hat was verstanden und dann musste ich gleich verbessern. Der sowieso nicht. Offensichtlich habe ich aber mehr verstanden, weil es immer mehr in mir auftauchen, wo ich den Eindruck habe, dass die das verstanden haben. Aber du musst das der Erste sein. Du bist der, der Spiegelungen rausspiegelt. Alles, was du an dir verbesserst, war plötzlich irgendwie langsam, ganz langsam, wir haben so unendlich viel Zeit aus dir rauswachsen.